Ambulant Blockt wäre natürlich nicht Ambulant Blockt, wenn ich nicht hin und wieder auch mal eine brandheiße Pflegeveranstaltung für euch im Petto hätte. Und zwar am 17.09. in den Kölner Satori-Sälen, wo schon Konrad Adenauer seine Zigarren gepafft hat, findet die Pflegefortbildung des Westens statt unter dem Motto Zukunft der Pflege. Und alles Weitere verrät uns jetzt der Präsident, Professor Dr. Volker Großkopf. Sie haben das Wort. Ja, tatsächlich, der Kongress wird komplett virtuell durchgeführt. Sie können sich das so vorstellen wie Let's Dance, nur ohne Publikum. Das heißt also, was uns ganz, ganz wichtig ist, dass wir das Kongressfeeling nach Hause transportieren, dass wir das Kongressfeeling Ihnen mit auf den Weg geben, um Sie tatsächlich dann über den ganzen Tag auch an der Stange zu halten. Und das Schöne und der Unterschied zu Let's Dance ist, dass Let's Dance unidirektional läuft. Das heißt, Sie haben kaum eine Möglichkeit, sich sozusagen einzubringen, bis auf die sehr, sehr teure TED-Abfrage. Hier haben Sie die Möglichkeit über Live-Chats, Sie haben die Möglichkeit über Mentimeter-Abstimmungen im Rahmen des Innovationsforums, sich tatsächlich in den Kongress einzubringen und das Kongressgeschehen damit auch tatsächlich in die eine oder andere Richtung dann zu bewegen. Es geht einmal um die Substitution heilkundlicher Tätigkeiten. Ich meine, das ist für die Pflege ja ein Meilenstein, der hier eingeschlagen worden ist. Das heißt also, es geht nicht um Delegation ärztlicher Aufgaben auf die Pflege, sondern es geht um die Ersetzung ärztlicher Aufgaben hin zur Pflege. Das heißt also, eine völlig neue Perspektive, die da aufgezeigt wird. Wir werden uns aber auch mit Bürzorg auseinandersetzen. Das ist dieses Nachbarschaftsmodell, was in den Niederlanden einen riesigen Erfolg aufzeigt. Das werden wir versuchen, Ihnen näher zu bringen, und haben dafür Herrn Technau gewinnen können, dass der Geschäftsführer aus Münster, der dieses Projekt sozusagen in Deutschland verbreitet. Dann werden wir uns mit den Personaluntergrenzen beschäftigen. Ist das eigentlich so der richtige Weg, der dort eingeschlagen worden ist, oder finden da Verzerrungen statt? Und was ich wirklich spannend finde, und da freue ich mich sehr, dass mein Kollege Hubert Klein sich dazu bereit erklärt hat, da geht es um die Dienstpläne. Immer Ärger mit dem Dienstplan. Wie verbindlich ist eigentlich ein solcher Dienstplan? Und wie sieht es aus, wenn die Chefin oder der Chef mich samstags nachmittags anruft und anfragt, ob ich dann in die Klinik oder zum Dienst kommen soll? Muss ich das, darf ich das, soll ich das oder kann ich das verweigern? Genau diese Fragen wollen wir dann auf unserem JHC in diesem Jahr einer Klärung zuführen. Wenn ihr irgendeine coole, interessante Pflegeveranstaltung habt, dann könnt ihr mir natürlich gerne schreiben. Dann werde ich die mit in unsere Rubrik packen und die erscheint dann in der Playlist. Und wenn ich dann auch vor Ort sein sollte, gibt es vielleicht sogar noch ein Recap dazu. Und ja, macht's gut, meine Freunde der guten Pflege.